Herzlich willkommen auf dem Innovations Forum der EPP 2019. Ich stehe hier zusammen mit Andreas Bartsch. Er ist Sales Manager bei McDermott Alpha. Herzlich willkommen. Warum nehmen Sie denn am Innovationsforum teil? Wir finden, dass dieses Innovationsforum eine wunderbare Plattform bietet, sowohl für den Lieferanten als auch für den Kunden. Es bietet einen wunderbaren Austausch, findet hier statt, von Informationen, von Networking. Also das ist für uns eine gute Gelegenheit, hier mit Kunden direkt vor Ort, auch mal im kleinen Kreis mal zu sprechen, wo liegt das Problem, was können wir machen. Das ist das Beste hier an der EPP. Was versprechen Sie sich denn von der Teilnahme? Von der Teilnahme ist einfach natürlich unsere Präsenz zeigen, am Markt zeigen, das ist genauso. Aber auch viel Feedback von den Kunden zu bekommen, vom Feld her. Hi, wo lang geht's jetzt? Was habt ihr für Probleme? Wo müssen wir hin? Weil wir können nicht alleine einfach hier langmarschieren auf dem Markt. Es muss aber auch Feedback vom Kunden kommen und den bekommen wir hier. Und das ist eine schöne Win-Win-Situation. Was haben Sie denn an Innovationen dabei dieses Jahr? Wir bieten an, das wird auch gleich im Vortrag zu sehen sein, die neue Paste für niedrigschmelzend. Wir sehen den Trend hier in der Industrie zurzeit, dass alles wird kleiner. Sehr viel mehr muss auf ein Package draufgesetzt werden. Wir wollen einfach den Kunden noch helfen, die verschiedensten Bauteile rauf auf die Leiterplatte zu bekommen und bieten daher eine niedrigschmelzende Paste an. Die ist eine Neuentwicklung und bringt sehr viele Vorteile. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wo sehen Sie denn die Trends allgemein in der Elektronikproduktion? Es wird immer mehr der Trend kommen, Verkleinerung, aber auch immer mehr verschiedenste Anwendungen werden zusammengepackt. Das heißt, früher hatte man halt das Visuelle alleine, man hatte die große Schnittstelle von dem Board hatte man und das nächste kam dann, wir hatten irgendwelche anderen Bauteile. Man hat also jetzt immer mehr zusammen. Wir haben jetzt kleine Bildschirme, wir haben die PCB-Boards, wir haben alles mehr, kommt zusammen, so dass der Endkunde eine fertige Lösung hat und sie auch überall einsetzen kann. Das war sehr interessant. Vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich. Danke.